Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play DE100 auf Altes Live. Ja, ich habe mir mal ein kleines Plätzchen ausgesucht, um euch mal so ein bisschen zu erklären, worum es hier überhaupt geht. So. DE100 ist nicht wie ein normaler Server, also nicht wie ein normaler alter Server, wie Sie sehen. Haben Sie rechts eine total veränderte Leiste, wo Sie Hunger sehen, Durst sehen, Ihr Leben. Der Rucksack ist der Inventarplatz, wie viel sie noch frei haben. Das Männchen, was eigentlich ein Notausgang sein soll, ist die Sprintanzeige. Gehen wir weiter zum Z-Menü. Das Z-Menü ist einfach stinknormal, wie halt fast jedes andere auch. So, kommen wir zum Thema Fahrerskill. Fahrerskill, dies bekommen Sie durch entfernte Strecken fahren. Meistens ab 7 Kilometer aufwärts bekommen Sie mehr Fahrerskill. Umso mehr Fahrerskill Sie haben, umso bessere Fahrzeuge können Sie sich kaufen. Sie können zum Beispiel mit dem Fahrskill 5,0 war das, glaube ich, die ersten großen LKWs kaufen und somit auch den Job als LKW-Fahrer anfangen. Die Mehrwertsteuer, die wird von dem Bürgermeister bestimmt, also er kann die halt einstellen. Er kann sie erhöhen, senken. Ja. Kommen wir zur Erfahrung. Sammeln, also zum Skillsystem. Sammeln ist halt. Wenn Sie jetzt Äpfel farmen, Pfirsiche farmen, Wolle ansehen, bekommen Sie XP. Mit den XP steigen Sie auf und desto höher Ihre Stufe ist, umso mehr bekommen Sie halt, wenn Sie etwas abfahren. Rep ADAC, das ist nur für die Fraktion ist nur für die Fraktion ADAC benötigt. Telefon kaufen wir sich im Generalstore, das sieht dann so aus. Hier sieht man dann die Map, wenn man da drauf drückt. Kann man ein bisschen rauszoomen, aber geht halt nicht so weit. Mein Handy. Wenn man hier drauf drückt, sieht man das nix. Hier sieht man halt den Marktpreis, wie viel Dollar das jetzt alles so wert ist. Falls Sie sich jetzt wundern, warum jetzt Zement oder hier Diamanten nur 67 Dollar wert sind. Das ist, dass keine Inflation auf dem Server entsteht. Jetzt habe ich außersehen ein Taxi gerufen, das wollte ich jetzt nicht. Hier können Sie Leute anrufen, hier können Sie Leute SMS schreiben. Hier sehen Sie die Spieler, die gerade online sind. Unter anderem bin ich diese Person, Richard Wolzen. Und hier sehen Sie Einstellungen, aber die kommen alle noch. So. Würde ich sagen, fangen wir mal an. Als Start würde ich Ihnen empfehlen, die DP-Missions absolvieren. Entschuldigung, mit den kleinen Hänger. Hier sehen Sie Ampeln. Auf diese müssen Sie bei mehreren Spielern achten. Momentan sind halt 4 Zivilisten, 1 Sanitäter online. Da brauchen wir nicht unbedingt viel drauf zu achten. Je nachdem sollte man doch die Regel rechts vor links können. Nicht Schönheit vor Alter. Hier ist der Marktplatz. Da oben ist der Medic. Hier ist Bürgermeister, wie ich eben schon erklärt habe. Hier ist der Generalstore, wo Sie sich Ihr Handy kaufen können. Das finden Sie hier. Das kostet nur 100 Dollar. Eine Paintball-Arena gibt es, die findet sich hier. Kann man einfach beitreten, kostet 20.000. Im Markt können Sie sich verschiedene Items kaufen, wie zum Beispiel ein kleiner Verbandskasten, großer Verbandskasten, Werkzeugkasten, Wasserflasche, Kaninchenfleisch, eine Batterie für Ihr Handy, Benzinkanister für Ihr Auto, erkläre ich eigentlich von selber. Mit dem Boltenschneider können Sie Autos aufknacken und ich werde dauerhaft auf den Teamspeak angestupst. Ich weiß selber nicht warum. Ja, Paintball haben wir eben schon gezeigt. So, und dann finden wir hier einen Kleiderladen, wo es auch relativ schöne Kleidung gibt. Und hier die normalen Sachen, wie jetzt hier die. So. Dann finden wir unten gemoddete Sachen. Ja, Sie haben richtig gehört, gemoddete. Das ist ein Server, wo Fahrzeuge gemoddet sind. Mehr dazu gleich. So, ja, würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal ein Auto. Hier. Lizenz, Führerschein 500 und mein Fahrzeug kaufe ich mir mal direkt den teuersten. 8330, also 8530 brauche ich jetzt. Ja.
Ja, hier können Sie einfach Geld abnehmen. Wir haben gesagt, wir brauchen 8.830, wenn mich recht erinnere. Ah, okay. Das hat jetzt kurz gehangen, weil ich so schnell an den Herd geklickt habe. So. Lizenzen, Führerschein. Oh. Kaufen. Fahrzeughändler. Ich würde sagen, wir wollen uns in der Farbe grün kaufen. Okay, grün hätten wir vielleicht nicht unbedingt holen sollen, weil das ist nicht gerade die schönste Farbe. Naja, immerhin besser als nichts. Als Fahrer einsteigen. So, schauen wir erstmal die Innenperspektive dieses Fahrzeugs an. Ich muss gerade meine Grafik ein bisschen dunkler machen, um einen besseren Kontrast zu haben. So, wir müssen zur DP, zum Delivery Missions. Ja. Wenn wir gleich am Fahren sind, dann erzähle ich euch mal ein bisschen über den Server und was noch alles kommen wird. Wir fahren lieber in dieser Perspektive. So. Auf 3 machen Sie Ihre Ohrstöpsel rein und raus. Ich lasse meine jetzt drin, da es sonst ziemlich rauscht. So, jetzt müssen wir zu DP11, wie Sie gerade gesehen haben. Wo ist DP11? DP12? DPA. DP15, DP17, DP20. DP3, DP8. Ich finde DP11 nicht. Oh mein Gott. Ah, hier. Das ist relativ einfach, dahin zu fahren. Fahren wir erstmal nochmal auf die Hauptstraße auf. Ja, nee, ich mach die Ohrstöpsel wieder raus, ist mir ein bisschen zu leise. Für die kleinen Mikrolecks, die hier kommen, dafür kann ich nix. Das liegt, ich weiß nicht wo dran. Keine Ahnung, das kann ich euch leider nicht sagen. Ob es an mir liegt oder ob es am Server liegt, das weiß ich nicht. So. In 4,7 Kilometern wären wir unserem Zielort. Dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit, um über den Zauber zu reden. So, und ich habe einen Unfall gebaut. Dann verzögert sich die ganze Sache nochmal kurz. Ich rufe mal schnell den Sanitäter an. Moment, wo sind wir denn hier? Map. An der Tankstelle und am Acker über dem Pfirsichfeld. Wo habe ich jetzt gerade eben drauf gedrückt? Hier, ja. Wow. Vielleicht haben wir Glück und der Sanitäter kommt. So, die Zeit, wo wir jetzt auf den Sanitäter warten, erkläre ich euch mal kurz ein bisschen über den Server. Und zwar in den nächsten Tagen, also in der nächsten Zeit, in der nächste Woche, bis in den nächsten 2 Wochen, kommt die neue Australien-Map, von der
wahrscheinlich ein paar von euch schon gehört haben, aber vielleicht auch noch ein paar noch nicht. Also die Map ist halt, sieht ziemlich genau aus wie die neue Map von Arma 3. Die hat ein User von Arma 3 nachgebaut. Okay, er kommt, gut. So, auf dieser Map wird es außerdem neue Fahrzeuge geben, wie zum Beispiel Ferrari, Aston Martin, Mercedes, BMW und noch verschiedene mehr. Wir können mal kurz die Map öffnen. Dann finden wir hier an dieser Fabrik können Sie Ihre eigenen Fahrzeuge herstellen. Dafür brauchen Sie verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Eisen, Plastik und Stoff. Stoff für die Sitze, Eisen für die Karosserie, denke ich mir mal. Und Plastik für die ganzen Innenmotoren. So, Sie können auf der neuen Australien Map jeweils drei Fabriken kaufen. Und wohl dann, wenn dann ein User ein Auto von Ihnen haben will, oder nehmen wir jetzt einfach mal die Waffenfabrik, das ist ein bisschen einfacher zu erklären, dann kann der User Sie anrufen und sagen, er bräuchte Waffen, die und die in der und der Menge, um sie zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt weiter zu verkaufen. So, und dann stellen Sie Ihre Mitarbeiter ein. Also rufen Sie Ihre Mitarbeiter an, das können Freunde sein, das können einfach normale Spieler sein, oder Sie machen es selber und farmen sich alle Waffenkomponenten zusammen, die Sie für diese Waffen brauchen. Natürlich auch für die Menge. Und dann können Sie die Ware beliebig teuer weiterverkaufen an diese Person. Das war es eigentlich so, was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe, also was ich mir so behalten habe. Kommen wir zu den einzelnen größeren Jobs. Wie Sie sehen, Tanklastfahrerzentrale. Diesen Job können Sie im Kavala Jobcenter annehmen. Das befindet sich hier. Als Tanklastfahrer können Sie mit einem Hammett Treibstoff, heißt er glaube ich, halt mit jedem Fahrzeug, womit Sie Benzin transportieren können, also der ein Benzinfass auf dem Dach hat, nennen wir es einfach mal so, können Sie verschiedene Tankstellen beliefern. Diese Tankstellen werden Ihnen dann rot, grün und weiß angezeigt. Weiß braucht kein Benzin. Okay, der Medic ist gerade über uns geflogen. Weiß braucht kein Benzin, rot braucht dringend Benzin und grün ist nicht unbedingt Benzin erforderlich, jeweils. Allerdings haben sie nicht komplette volle Ladung. So. Taxifahrerzentrale. Oh ne, das war hier. Diesen Job können Sie auch im Kavala Akku, einem Kavala Jobcenter annehmen. Dort können Sie. Entschuldigung. Dort können Sie. Ja, jetzt habe ich es wieder. Wenn Sie Spiele über Ihr Handy anrufen. Beispiel, wenn Sie auf den Taxi-Button klicken, können Sie sehen, Taxi-Anfrage wird gestellt. Sobald der Taxifahrer online ist, bekommt er diese Nachricht. Und ich glaube, da kommt gerade ein hilfsbereiter Spieler. Moment. Hallo? Oh, er hält sogar an. Was ein netter Spieler. Guten Tag. Können Sie mich hören? Weil ich höre Sie nicht. Wie, warum können Sie mich denn nicht hören? Bin ich zu leise? Ja, etwas, aber jetzt verstehe ich Sie. Einigermaßen. Was ist Ihnen denn passiert? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Ich hab auf mein Handy geguckt und dann zack, bam, da war der Baum im Weg. Ich hab mit Glück überlebt. Haben Sie vielleicht einen Reparaturkasten bei sich? Werkzeugkasten, um meine vier Reifen zu reparieren? Nee, hab ich leider nicht, aber Hilfe kommt. Ich habe gerade schon eine SMS geschrieben. Da kommt jemand. Man Okay. hört es sogar schon. Sie kriegen jetzt exklusiv Heli-Unterstützung. Oh la la.
Aber da... Ja. Darf ich Sie fragen, was Sie so auf dieser wunderschönen Insel alles so treiben? Ja, was ich so in meiner Freizeit treibe, das brauche ich ja nicht hier zu erzählen. Das ist nämlich ein bisschen schmutzig. Ich weiß ja nicht, vielleicht gucken Kinder zu. Aber ansonsten fahre ich auf meiner Chopper sehr gerne hin und her. Treffe mich mit anderen Biker und dann nehmen wir mal die ein oder andere Bar vielleicht ein bisschen auseinander. Trinken sehr viel. Halten uns sehr gerne in den Nachtclub auf, den es in Kalevala gibt. Ah, okay. Ach, die Helikopterunterstützung ist soeben gelandet. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen. Ich hatte ein kleines Missgeschick. Und zwar, ich habe gerade auf mein Handy geschaut. Als ich vor der Straße abkam, habe ich leider zu spät gemerkt und konnte nicht mehr rüberziehen. Dann war dieser Baum im Weg. Uiuiuiui. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht... Die kompletten Räder abgerissen. Ja, auf jeder Seite. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht vier Ersatzräder dabei haben. Naja, Ersatzräder nicht gerade, aber zum Glück haben wir drüben ja eine Tankstelle. Werkzeugkästen habe ich auch dabei. Okay. Aber bevor wir uns darum kümmern, würde ich gerne mal Ihren Gesundheitszustand begutachten. Ja. Ah, wir haben hier ein paar Platzwunden. Da klebe ich immer ein Pflaster drauf. Ja. Dankeschön. Also es ist nicht so, es ist nicht lebensbedrohlich, aber Sie sollten es vielleicht nochmal bei einem Arzt vorstellen, wenn Sie hier nachher wieder weg sind. Okay. Dann mache ich das, sobald ich meine Arbeit erledigt habe. Ja, so, ich müsste noch mal einmal kurz zu meinem Helikopter. Ich glaube, ich habe die da drin. Okay, ich warte. Ja, wo wir gerade stehen geblieben waren. Taxizentrale. Den nehmen Sie auch im Jobcenter an. Und ja, wenn ein Spieler ein Taxi braucht, fahren Sie hin. Und mit dem Taxometer werden dann die Preise bestimmt. Ja. Wie heißen Sie überhaupt? Ich heiße Richard Wolzen. Sie können mich ruhig Richard nennen. Wie heißen Sie? Okay. Mein Name ist John Smoker. Sie können mich auch gerne John nennen. Okay, John. Ja, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Ich habe leider keine Reparaturkits für Sie mit. Sie können gerne einmal mitfliegen, dass ich welche holen kann. Und dann fliegen wir wieder her und reparieren Ihr Auto. Was halten Sie davon? Das finde ich eine gute Idee. Na, dann kommen Sie mal mit. Mal mit ein. So, dann bitte anschnallen. Ja, Anschnallgurte sitzen. Eine Rückfahrkamera haben Sie hier drin. Ja, moderne Helikopter, sage ich Ihnen. Moderner Staat wohl eher. Aber darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Können Sie gerne tun. Was treiben Sie hier so auf der Insel, wenn Sie mal nicht im Dienst sind? Oder was treiben Sie in Ihrem Dienst? Also, ja, ich lebe jetzt schon seit etwas längerer Zeit hier in Kavala. Oder besser gesagt in der Umgebung. Ich bin aus dem Staat Tschernarus hierher gezogen, war dort schon Sanitäter und führe es hier weiter. Ja, ich bin dafür da, dass es eben den Leuten gut geht, in gesundheitlichem Maße. Okay. Wie könnte man Ihrer, ich nenne es mal, Fraktion beitreten? Also beitreten, es gibt im Internet ein Forum, da können Sie sich, oder da kannst du dich dann bewerben, wenn du daran Interesse hast. Genauso wie es auch bei der Polizei und dann später auch beim ADAC sein wird.
Da werden wird dann darüber entschieden, ob du Ich habe davon ist ja, ziemlich und dann werden abgebrochen. sich die. Ich glaube, der Funk ist zwischendurch abgebrochen. In ihrem Helikopter. Ich war nur fix im Landeanflug, Entschuldigung. Ach so. Ja, Pilot bin ich noch nicht so lange, das braucht immer so ein bisschen Konzentration noch bei mir, da kann ich mich nur drauf konzentrieren. Ah, okay, ja, ist nicht schlimm. Ja, unser Chef, der dreht auch irgendwie ein bisschen durch hier. Der hat uns sämtliche Werkzeugkästen aus unserem Laden genommen. Oh, das ist nicht so gut. Das heißt, wir landen mal kurz zwischen am Markt. Oder sollen wir jetzt mal Da können wir runterlaufen? uns die... Wir können noch einmal runterlaufen. Ja. So, dann laufen wir mal einmal runter. Ja, was verschlägt sie so hier nach Kavala? Was mich nach Kavala verschlägt, ich wollte eigentlich Urlaub machen, nur auf dieser kleinen Insel. Ich nenne sie mal klein. Allerdings, wo ich dann hier im Urlaub war, habe ich von einem besten Freund erfahren, dass meine Frau mich zu Hause betrogen hat. Und dann habe ich gedacht, nee, nach Hause möchte ich jetzt nicht mehr. Ich habe auch keine Kinder mit ihr. Und ich war auch nicht mit ihr verheiratet, sondern nur verlobt. Aber die Hochzeit kann sich jetzt sonst wohin schieben. Jetzt habe ich überlegt, dann fange ich einfach hier mein neues Leben an, weit weg von allem, was zu Hause geschehen ist. Ah, das ist ja auch eine sehr tragische Geschichte dann, ja. Ja, aber man muss halt damit zurechtkommen. Passiert ist passiert. Ja, da haben Sie wohl recht. Ja, können Sie sich hier einen Werkzeugkasten kaufen? Jetzt habe ich einen Werkzeugkasten, genau. Jetzt können wir Okay. wieder hochlaufen und dann... Ja, warten Sie mal kurz. So Leute, das war's jetzt erstmal mit dem ersten Teil. Ich hoffe, ihr hattet ziemlich viel Spaß, wobei die Folge jetzt nicht so überraschend war, weil ich das nicht hinbekommen habe, was ich machen wollte. Aber immerhin habt ihr ein paar Leute kennengelernt und ein bisschen was von der Map gesehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald.